Der Frühling ist da. Zeit also, nicht nur den grünen Hintergrund ins Studio zu ziehen. Vor diesem entstehen übrigens auch meine YouTube-Shorts über Lego Fun Facts. Gerne mal reinschauen. Jetzt ist aber auch die Zeit, die Wohnung mit einigen Frühlingsboten zu dekorieren. Und wie wäre es da zum Beispiel mit einem Strauß Osterglocken? Natürlich aus Lego. Ja, gesehen, gekauft. Ein kleiner Strauß Narzissen. 4 Stück an der Zahl, ungefähr für 13 Euro bei Lego erhältlich. Super einfach zu bauen und auch sehr schnell zu bauen und haben den unschlagbaren Vorteil, sie verblühen nicht, müssen vielleicht ab und an mal abgestaubt werden und man muss auch nicht darauf achten, dass sie immer genügend Wasser haben, was uns Männern ja dann doch sehr zugute kommt. Apropos Wasser, das habe ich hier mit 2x2 Round Bricks in Trans Clear realisiert. Die habe ich im, ich glaube, es war ein 25er Pack bei Blue Bricks bestellt. Und somit halten dann auch die Blumen wunderschön hier in dem Glasgefäß. Noch ein Tipp für Lego-Nerds. Die Blumenstiele werden von schwarzen Zweier-Technik-Achsen gehalten, die in den meisten Lego-Technik-Sets in Rot enthalten sind und doch dann im Modell eher suboptimal ausschauen. 56 dieser Achsen in Schwarz sind nun hier in diesem Narzissen-Set, also eignet sich dieses auch ideal zum Ausschlachten für alle, die eben die Achsen in Schwarz haben möchten. Ich werde aber die Achsen in den Blumenstielen belassen und mir diesen wunderschönen Frühlingsgruß aus Klemmbausteinen ins Büro stellen.